Als Rhonda Castro den 10 Jahre älteren Steve kennenlernte, war sie erst 20. Nachdem die gemeinsame Tochter zur Welt kam, schien das Familienglück perfekt. Bis zum 16. März 2009, als etwas Furchtbares passierte. Danach kamen immer mehr Details ans Licht, die ganz und gar nicht in das Bild einer glücklichen Familie passten. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, was soll ich sagen? Der heutige Fall bietet mal wieder sehr, sehr viel Stoff zum Diskutieren, weshalb ich auch am Ende mal wieder sehr, sehr gespannt auf eure Meinung bin. Rhonda Castro wurde am 2. Juli 1985 in Galveston, Texas geboren. Später lebte sie in Portland. Rhonda wuchs zu einer sehr hübschen jungen Frau heran und arbeitete später auch als Model. Freunde und Familie beschreiben sie als eine sehr herzliche, humorvolle und hilfsbereite Person. Sie hatte eine sehr offene Art und auch eine scheinbar sehr positive Ausstrahlung. Sie war wieder dieser typische Mensch, wenn sie einen Raum betrat, dann ja, gab es sofort überall so einen positiven Vibe und ich weiß, ihr mögt es nicht, wenn man manche Personen in den Fällen immer so in den Himmel lobt. Ich gebe ja immer nur das wieder, was Familienmitglieder in der Öffentlichkeit über sie ausgesagt haben. Und da war das meist eben sehr positiv. Gehen wir in das Jahr 2005. Rhondas Mutter Julia hatte zu diesem Zeitpunkt anscheinend nach einer neuen Wohnung gesucht, beziehungsweise nach einem Zimmer, also einer WG, und war auch fündig geworden. Es gab dort im Internet so eine Plattform, wo eben so Wohnungen angeboten wurden. Und dort hatte ein Mann namens Steve Nichols ein Zimmer aus seiner Dreizimmerwohnung zur Miete angeboten. Er sagte, er hätte sich gerade von seiner Frau getrennt und eben deshalb diese riesige leere Wohnung und wollte sich so etwas Geld dazu verdienen. Auf Rhondas Mutter machte Steve einen sehr netten Eindruck. Sie zog dann anscheinend auch dort ein in dieses Zimmer. Und sie dachte sich dann auch, dass dieser Mann vielleicht eine gute Partie für ihre Tochter Rhonda wäre, denn die war zu dem Zeitpunkt Single. Und so machte Julia ihre Tochter Rhonda mit Steve bekannt und scheinbar war es auch sofort ein Match. Also die beiden verstanden sich von Anfang an gut und fingen dann auch an, sich zu daten. Steve sagte später aus, er hätte sofort gemerkt, dass Rhonda eine Frau war, die auf intelligente Männer stand, weshalb sie wohl auch ihn toll fand. Also mit anderen Worten sagte er über sich selbst aus, dass er sich für einen sehr intelligenten Mann hält, der eben eine gute Partie ist. I felt she was into me too. I could tell that she valued intelligence. And I've always thought that that's one of my strongest assets. Rhonda war damals 20 Jahre alt und Steve war 30 Jahre, das heißt ein Altersunterschied von 10 Jahren. Und kurze Zeit später zogen die beiden auch in eine gemeinsame Wohnung. Zunächst schien die Beziehung wirklich perfekt zu sein, wie so eine Bilderbuchbeziehung. Aber nach einiger Zeit sollen enge Freunde von Rhonda wohl bemerkt haben, dass sie irgendwie nicht mehr so wirklich glücklich wirkte. Doch über die Beziehung der beiden, das muss man auch ganz klar sagen, gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Aber dazu werde ich später noch einmal genauer kommen. Das wird auch noch sehr, sehr relevant. Auf jeden Fall 3 Jahre später, nachdem sie zusammengekommen waren, brachte Rhonda dann auch die gemeinsame Tochter namens Ava zur Welt. Im Internet gibt es so verschiedene Namen. In einigen Quellen heißt sie auch Annie, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie Ava hieß. Rhonda ging voll in ihrer Rolle als frisch gebackene Mutter auf. Sie liebte es wirklich. Natürlich liebte sie auch ihre Tochter. Also es war eine ganz neue Welt für sie und sie schien sehr, sehr glücklich zu sein. So wirkte es jedenfalls für Außenstehende. Wie es in den Personen selbst aussieht, kann man ja leider nie so genau sagen. Steve sagte nämlich später etwas ganz anderes aus. Steve und Rhonda hatten eine besondere Gemeinsamkeit. Sie liebten beide die Natur, sie liebten es zu wandern und sie lebten ja zu dem Zeitpunkt in Oregon und dort gab es auch wirklich wunderschöne Wanderpfade, also unglaublich faszinierende Natur. Am 16. März 2009 beschlossen die beiden dann auch mal wieder eine gemeinsame Wandertour zu machen. Das hatten sie schon länger nicht mehr getan, war ja jetzt auch etwas schwieriger, weil sie eine kleine Tochter hatten. Aber an diesem Tag baten sie Rhondas Mutter Julia,
darum, auf die kleine Ava aufzupassen, sodass die beiden sich einen gemeinsamen Tag machen konnten. Am Nachmittag fuhren Rhonda und Steve dann zum Eagle Creek Trail, einer wunderschönen Wanderroute in den Bergen von Oregon. Und diese Wanderrouten in der Gegend waren wohl sehr unterschiedlich beschaffen. Also es gab natürlich Routen, wo man etwas mehr Ausrüstung brauchte und auch erfahrener sein musste. Aber es gab auch sehr einfache Wege und ja, Rhonda und Steve waren, soweit ich das gehört habe, jetzt nicht irgendwie so Profi-Wanderer, also sie wollten eigentlich so ganz normale Wege gehen. Steve und Rhonda fuhren dann zu einem Parkplatz bei dieser Wanderroute mit dem Auto, stellten das Auto dort ab und gingen dann eben auf die Wanderroute. Was genau danach passiert ist, ist bis heute nicht ganz klar. Fakt ist auf jeden Fall, dass am späten Nachmittag ein Notruf bei der örtlichen Polizei einging. Es war Steve. Hello, I need help. I'm at Eagle Creek. Okay, and what's going on there? My girlfriend fell off the cliff and I hiked back. I'm in my car. Er sagte, hallo, ich brauche Hilfe. Ich bin beim Eagle Creek. Meine Freundin ist von einer Klippe gefallen und ich bin zurückgegangen. Ich bin in meinem Auto. Es wurden sofort sämtliche Rettungskräfte losgeschickt und Steve zeigte den Einsatzkräften dann auch, an welcher Stelle Rhonda abgestürzt war. Und kurz darauf fand man sie dann auch. Sie war nicht mehr am Leben und sämtliche Wiederbelebungsversuche waren ohne Erfolg. Rhonda war im Alter von nur 23 Jahren ums Leben gekommen und hinterließ eine kleine Tochter, die damals erst wenige Monate alt war. Und in einigen Quellen stand, dass Rhonda ungefähr um 18.30 Uhr gefunden wurde. Das wird später eventuell auch nochmal relevant. Steve wurde dann auch befragt, allerdings schien er sich zunächst mehr Sorgen um seinen eigenen Gesundheitszustand zu machen, denn er sagte, er wäre sehr, sehr unterkühlt und er wollte auch sofort ins Krankenhaus. Allgemein, er schien sehr, sehr viel an sich zu denken in dem Moment. Er zeigte auch wenig Emotionen. Ich meine, seine Freundin war gerade tödlich verunglückt und irgendwie alles, was er im Kopf hatte, war so seine eigene Unterkühlung. Auf jeden Fall, ja, man sagt ja immer, dass Leute etwas unterschiedlich mit Trauer umgehen. Bei den einen kommt das dann vielleicht auch erst später, vielleicht war er noch in so einer Schockstarre. Aber das war auf jeden Fall etwas, was den Ermittlern und Einsatzkräften vor Ort schon etwas komisch vorkam, denn er zeigte wirklich fast keine Emotionen. Ja, und im Krankenhaus stellte sich auch heraus, dass sein Zustand wirklich nicht schlimm war. Er war etwas unterkühlt, aber das war noch lange nicht irgendwie im kritischen Bereich. Später war er dann bereit, einige Fragen zum Nachmittag zu beantworten und erzählte dann Folgendes. Er sagte, dass kurz nachdem sie die Wanderroute angetreten hatten, fing es an zu regnen und Rhonda nahm dann an einem Punkt plötzlich ihr Handtuch oder irgendwie hatte sie so eine Art Decke oder sowas mit über den Kopf und fing an zu rennen und sagte, ich bin Superwoman. Steven hatte in dem Moment große Angst um sie, denn natürlich, es war keine gefährliche Route, aber trotzdem waren ja überall so ein bisschen Abhänge und das Ganze war jetzt auch nicht dafür gedacht, dass man dort auf einmal losrannte. Und ja, aber irgendwie konnte er sie auch nicht aufhalten. Rhonda meinte dann auch, sie hätte Wodka dabei und Gras und Steve hatte irgendwie die Vermutung, dass sie einiges eingenommen hatte, also dass sie deswegen auf einmal so komisch aufgedreht war. Beim Rennen machte sie dann plötzlich eine heftige Drehbewegung und rutschte dann an einem Abhang ab und fiel dann sehr, sehr tief, also Steve sah nur noch, wie sie abrutschte, dann war sie weg und ja, er konnte sich natürlich in dem Moment denken, dass etwas sehr, sehr Schlimmes passiert war und dass sie sehr, sehr tief gefallen war. Er fing dann auch an, diesen Abhang, wo sie abgestürzt war, hinunter zu klettern und er sagte aus, er hätte ungefähr eine Stunde gebraucht, um ihren Körper zu finden und war auch durch einen Fluss gegangen, weshalb er eben auch total durchnässt war und als er bei ihr ankam, war er auch deswegen völlig erschöpft und zunächst versuchte er sie zu reanimieren, merkte dann aber schnell, dass es leider keinen Sinn mehr hatte und dann war er wirklich so fertig, dass er einfach auf ihrer Brust einschlief und ein Nickerchen machte.
Danach machte er sich auf den Weg zu seinem Auto und sagte aus, er könnte sich gar nicht mehr so daran erinnern. Also er war wahrscheinlich so wie in Trance, als er zum Auto gegangen war und fand sich dann quasi wieder, wie er im Auto den Notruf wählte. Steve hatte auch ausgesagt, dass er Rhondas Körper direkt neben einem Fluss gefunden hatte, den er ja auch durchquert hatte. Allerdings hatten Einsatzkräfte Rhondas Körper später ganz woanders gefunden, also auf jeden Fall nicht in der Nähe von einem Fluss. Generell bekamen die Ermittler schnell Zweifel an Steves Aussagen, denn ja, er wirkte von der ganzen Mimik, von den ganzen Emotionen her einfach sehr, sehr merkwürdig und jetzt irgendwie auch nicht so, dass man sagen kann, ja, jeder geht anders mit Trauer um. Es war einfach so eine Art und Weise, die für die Ermittler einfach eher sehr verdächtig schien. Er sagte auf der einen Seite immer wieder, er könne sich an bestimmte Situationen nicht erinnern, dann machte er aber wieder sehr, sehr präzise Aussagen und das Ganze, was er erzählte, änderte sich auch immer wieder und nicht an so kleinen Dingen, sondern er machte auch plötzlich wieder ganz andere Aussagen. Rhondas Körper war zudem in einer ganz, ganz anderen Position, als die Rettungskräfte sie fanden, also auf jeden Fall nicht in einer Position, in der man sie reanimiert hätte, also weil Steve hatte ja ausgesagt, er hatte Rhonda versucht zu reanimieren, aber dann hätte er sie definitiv nicht so hingelegt. Und um ihren Körper waren auch keine Fußspuren, also es sah nicht so aus, als ob irgendjemand bei ihrem Körper war. Steve sagte dann auch noch aus, dass Rhonda wahrscheinlich am Tag der Wanderung irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat, weshalb sie eben so aufgedreht war. Er sagte allgemein, sie hätte ein Drogenproblem gehabt. Die Familie von Rhonda sagte was ganz, ganz anderes. Die sagten aus, dass das definitiv nicht der Fall war und dass sie das auch gemerkt hätten. Einige Tage später lag dann auch der Autopsiebericht vor und ihre Verletzungen deuteten tatsächlich auf einen Sturz aus großer Höhe hin. Aber trotzdem konnte man dadurch ja auch nicht aussagen, ob irgendjemand sie absichtlich irgendwo runtergeschubst hatte oder ob es ein Unfall war und so weiter. Also ja, es stand auf jeden Fall fest, dass sie infolge eines Sturzes gestorben war. Aber wie dieser Sturz zustande gekommen ist, konnte man natürlich nicht aussagen. In ihrem Blut wurden tatsächlich auch sehr geringe Mengen THC nachgewiesen. Also THC ist so ein berauschender Wirkstoff. Allerdings waren die Mengen so gering, dass sie dadurch niemals so aufgeputscht wäre. Also das waren wirklich so Mengen, die man eigentlich nicht wirklich gemerkt hätte. Als Rhondas Familie über ihren tragischen Tod informiert wurde, hatten sie sofort den Gedanken, dass Steve etwas damit zu tun hatte. Und noch am gleichen Tag fuhr die Polizei auch zur Mutter Julia, um eben auch noch einiges mit ihr zu besprechen. Plötzlich tauchte auch Steve dort auf, obwohl er gerade noch im Krankenhaus war, weil er ja angeblich so schrecklich unterkühlt gewesen wäre. Er wollte die kleine Ava mitnehmen, auf die Julia ja aufgepasst hatte, während Rhonda und Steve den Ausflug gemacht hatten. Auch das war für die Ermittler eine sehr, sehr komische Situation und wieder verhielt sich Steve sehr, sehr kalt. Ich meine, Julias Tochter war gerade ums Leben gekommen und er wollte einfach nur Ava mitnehmen und ja, also irgendwie sehr merkwürdig. Ich hatte euch ja auch schon erzählt, dass es zu der Beziehung von Rhonda und Steve sehr, sehr unterschiedliche Aussagen gab und darauf werde ich jetzt auch noch einmal genauer eingehen. Viele enge Freunde von Rhonda sagten eben, dass Rhonda schon lange nicht mehr wirklich glücklich in der Beziehung wirkte, dass die beiden sich sehr, sehr oft stritten und dass das Ganze auch schon sehr, sehr toxisch wirkte. Und tatsächlich soll Rhonda auch einer Freundin erzählt haben, dass Steve sie nur einige Wochen vor ihrem Tod die Treppe runtergeschubst hatte und dass sie davon auch wirklich heftige Prellungen hatte. Also Rhonda hatte davon auch Bilder auf ihrem Handy gemacht und anscheinend dieser einen Freundin gezeigt und das sah schon wirklich sehr, sehr heftig aus. Außerdem soll Rhonda auch öfter gesagt haben, dass sie sich eigentlich schon länger von Steve trennen wollte und die kleine Ava mitnehmen wollte. Steve hingegen stellte die Beziehung ganz, ganz anders dar. Er sagte, die beiden wollten schon lange heiraten und Rhonda hatte sich auch schon lange einen Antrag von ihm gewünscht
Und auf dieser Wanderung hatte er eigentlich geplant, ihr einen Antrag zu machen, aber ja, leider war alles sehr, sehr tragisch geendet. Und als die Polizei ihn fragte, wo dann der Ring war, mit dem er ihr einen Antrag machen wollte, sagte er, dass er den wahrscheinlich aus Versehen bei der Wanderung verloren hätte. Interessant ist auch eine Aussage von Rhondas Familie, denn Rhonda hatte kurz vor dieser Wanderung zu ihnen gesagt, also zu einigen Familienmitgliedern, ich glaube darunter auch ihre Mutter Julia, entweder macht er mir auf der Wanderung einen Antrag oder er tötet mich. Und die Familienmitglieder lachten in dem Moment, als sie das sagten. Aber im Nachhinein hat das natürlich einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und man fragt sich, wie ernst hat Rhonda das tatsächlich damals gemeint, als sie diese Aussage getroffen hat. Bei weiteren Befragungen änderte Steve dann auch immer wieder seine Geschichte. Irgendwann behauptete er auch, dass Rhonda sich absichtlich die Klippe hinuntergestürzt hatte und dass sie eigentlich schon lange nicht mehr glücklich war, also nicht wegen der Beziehung, sondern einfach, weil sie sehr, sehr depressiv war. Diese Depression kam wohl nach der Geburt der kleinen Tochter. Und er sagte auch aus, dass sie sehr, sehr unzufrieden war mit ihrem Körper, dass sie unbedingt wieder abnehmen wollte, weil sie natürlich in der Schwangerschaft ein bisschen was zugenommen hatte. Und es war ihr auch sehr, sehr wichtig für ihre Modelkarriere, dass sie eben wieder top in Form war, und all das machte sie so unglücklich, dass sie irgendwie die Lebensfreude verloren hatte. Also laut Steve. Während der Autofahrt, das war auch wieder Steves Aussage, soll Rhonda ihm dann auch ganz, ganz komische Dinge erzählt haben, beziehungsweise Fragen gestellt haben, also während der Autofahrt zu dieser Wandertour. Und zwar soll sie gesagt haben, wenn mir jemals etwas passieren sollte, wirst du dann auf unsere Tochter aufpassen. Und Steve soll sie dann gefragt haben, warum sie jetzt so eine komische Frage stellt. Und daraufhin erzählte Rhonda, dass sie in letzter Zeit öfter mal geträumt hätte, sie würde noch vor ihrem 25. Lebensjahr sterben. Und zum Zeitpunkt ihres Todes war sie ja erst 23 Jahre alt. Das heißt, laut Steve soll sie gemerkt haben, dass ihre Zeit irgendwie abläuft. Ja, allgemein während der ganzen Befragungen von Steve wirkte der sehr, sehr abgeklärt, immer noch sehr kalt, und irgendwie sagte er auch immer nur so komische, negative Dinge über Rhonda. Er sagte nie irgendwie was Liebes, dass er sie ja sehr, sehr gern hatte oder dass sie ein toller Mensch war. Also irgendwie redete er sie auch immer nur so schlecht. Und ja, und Rhondas Familie sagte dann auch, dass sie ganz und gar nicht suizidgefährdet war, dass sie wirklich das blühende Leben war, dass sie ihre Tochter so sehr liebte, das hätte sie ihr auch niemals angetan. Das, finde ich, sind immer so schwierige Punkte. Da denke ich mir immer so, ich glaube, also das kann ein Mensch so gut verstecken, dass auch die Familie das nicht merkt. Also Rhonda schien auch ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie zu haben. Aber da würde ich immer nicht so viel drauf geben. Interessant ist ja nur, dass der Freund Steve und die Familie in dem Punkt auch wieder so ganz andere Aussagen getroffen haben. Doch jetzt kommt das, was Ermittler und Familienangehörige wirklich sehr, sehr stutzig gemacht hat. Denn kurz nach Rhondas Tod, also ungefähr 10 Tage später, soll Steve sich nach Rhondas Lebensversicherung erkundet haben. Diese Lebensversicherung war in Höhe von 1 Million US-Dollar, und Steve hatte sie erst wenige Wochen vor Rhondas Tod abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, wie so eine Lebensversicherung funktioniert. Natürlich muss Rhonda da irgendwie ja auch zustimmen. Steve sagte später, sie hätten das beide so gewollt, einfach so als Absicherung. Aber merkwürdig war eben diese Höhe, also in Höhe von 1 Million US-Dollar. Ja, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. Und das war für die Ermittler wirklich eine ganz, ganz komische Sache. Und nun versuchten sie auch etwas mehr über Steves Vergangenheit herauszufinden. Und tatsächlich fanden sie auch eine Ex-Frau, also eine Frau, die mal mit Steve zusammen war. Und diese sagte aus, dass Steve sie während der Beziehung einmal gewürgt hatte und auch versucht hatte, sie von einem Balkon zu schubsen. Und allgemein hatten die beiden eine sehr, sehr ungesunde Beziehung. Und sie hielt Steve auch für einen richtigen Psychopathen und war auch froh, ihn losgeworden zu sein. Ja, scheinbar soll die Ex-Frau aber keine richtige Anzeige gemacht haben, beziehungsweise wenn, dann ist da irgendwie nichts bei rausgekommen. Auf jeden Fall hatte Steve zu dem Zeitpunkt von Rhondas Tod keine
kriminelle Vorgeschichte. Ja, und Steve leugnete auch das, was seine Ex-Frau über ihn erzählt hatte. Es vergingen mehrere Monate, in denen die Ermittlungen nicht wirklich vorangingen. Man hatte einfach keine Beweise gegen Steve. Doch dann kam plötzlich wieder Rhondas Mutter Julia und machte eine sehr, sehr interessante und auch schockierende Aussage. Denn Rhonda hatte noch eine Schwester namens Melanie. Und Melanie hat ihrer Mutter erzählt, dass sie einige Wochen bis Monate vor Rhondas Tod ein heimliches Verhältnis mit Steve hatte. Und Rhondas Schwester Melanie war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt und Steve war 34 Jahre alt. Ich habe nicht ganz herausgehört, ob Melanie das freiwillig gemacht hat oder ob Steve sie irgendwie missbraucht und gezwungen hat. Aber so oder so ist das ja eine Straftat. Tatsächlich gab Steve dann bei dieser Geschichte auch zu, dass das Ganze stimmen würde, aber dass er das sehr, sehr bereuen würde und dass Rhonda für ihn alles war und dass es eben schlimm war, sie betrogen zu haben. In einer Doku über den Fall habe ich tatsächlich auch nochmal gesehen, wie er das Ganze dann doch wieder geleugnet hat, also auch da gibt es unterschiedliche Aussagen. Doch bald machte Melanie weitere Aussagen, die Ermittler aufhören ließen. Sie sagte, kurz nach Rhondas Tod sei Steve zu ihr gekommen und sagte, dass die kleine Ava noch in einem Alter wäre, in dem sie sich nicht an ihre Mutter erinnern könnte und dass Melanie sich als Avas Mutter ausgeben könnte. Also er wollte sozusagen, dass Melanie Rhondas Platz übernahm und er wollte dann einfach mit ihr ein auf heile Familie machen. Wie gesagt, Melanie war damals 15 oder 16 Jahre alt, also auch ein sehr, sehr komischer Vorfall. Melanie wollte dann Steve mit Hilfe der Polizei eine Falle stellen. Sie rief ihn an und dieses Telefonat wurde von der Polizei überwacht und mitgeschnitten. Und Melanie hoffte, Steve ein Geständnis zu entlocken oder eben irgendetwas, was ihn sehr belasten würde. Doch dieser Plan ging leider, leider nicht auf. In den nächsten 2 Jahren gab es dann wieder keine Fortschritte. Es fehlten immer noch Beweise und ja, die Ermittlungen gingen leider einfach nicht so wirklich voran. Steve bekam dann auch das volle Sorgerecht für Ava, sodass Rhondas Familie sie auch nicht mehr sehen konnte. Und schließlich zog er sogar nach China. Er sagte aus, dass er in seinem Heimatland sehr, sehr einsam war und dass ihn das Ganze eben sehr, sehr belastete und auch depressiv gemacht hatte. Und dass er in China jetzt einen Neustart machen wollte. Ja, für Rhondas Familie natürlich sehr, sehr schrecklich. Sie hatten jetzt nicht nur Rhonda verloren, sondern irgendwo ja auch Ava. Sie glaubten ja auch die ganze Zeit, dass Steve irgendetwas mit Rhondas Tod zu tun hatte. Und nun konnte er einfach mit der kleinen Ava nach China und dort ein Leben anfangen. 5 Jahre später setzte sich dann ein neuer Ermittler nochmal mit dem Fall von Rhonda auseinander. Und auch dieser Ermittler war sicher, dass Steve Dreck am Stecken hatte. Leider war es schwierig, an neue Informationen zu kommen, denn Steve war ja zu dem Zeitpunkt in China. Es war also nicht so einfach, ihn zu verhören. Deshalb machte man einen Plan, um ihn zurück in die USA zu locken. Man sagte ihm, es gäbe Probleme mit Avas Papieren. Er müsste sofort in die USA reisen. Und am Flughafen in San Francisco wurde er dann schließlich auch festgenommen, um ihn zu verhören. Ich weiß nicht genau, warum es dann plötzlich möglich war, ihn festzunehmen, ob es dort irgendwie neue Erkenntnisse gab, aber ja, auf jeden Fall kam er dann tatsächlich auch vor Gericht. Er sollte nun für den Mord an Rhonda und wegen Missbrauchs einer Minderjährigen angeklagt werden. Also dieser Missbrauch war ja an Rhondas kleine Schwester Melanie. Die Staatsanwaltschaft wollte unbedingt beweisen, dass Steve Rhonda mit Absicht von der Klippe geschubst hatte. Und man hatte tatsächlich auch, ja, keinen Beweis, aber man hatte mit einer Puppe den Sturz rekonstruiert. Und dabei stellte sich heraus, dass Rhonda auf jeden Fall sehr, sehr heftig geschubst worden sein musste,
um an der Stelle zu landen, wo man sie aufgefunden hatte. Das heißt, wäre sie irgendwie alleine dort runtergestürzt, wäre sie definitiv an einem anderen Punkt wieder aufgekommen. Für die Richter war das jedoch nicht genug, um Steve wegen Mordes zu verurteilen. Letztendlich bat man ihm deshalb einen Deal an. Er würde eine mildere Strafe bekommen, wenn er sich im Fall von Rhonda wegen fahrlässiger Tötung für schuldig bekennen würde. Wenn das so war, wie er das erzählt hatte, dann hätte er Rhonda wenigstens irgendwie von der Klippe wegziehen müssen und deshalb, ja, hing man ihm also fahrlässige Tötung an. Steve nahm den Deal dann an und bekam eine 19-monatige Haftstrafe mit anschließend 3 Jahre auf Bewährung. Seine Schuld stritt er aber trotzdem ab, also hier kann man ganz klar sagen, dass er diesen Deal nur aus Berechnung annahm, weil er dann eben nicht mehr wegen Mord verurteilt werden konnte. Für den Missbrauch an Rhondas jüngere Schwester Melanie bekam er einen Eintrag ins Strafregister. Die kleine Ava kam danach zu einer Pflegefamilie. Ja, und das war's tatsächlich auch schon. Also dieser Mann musste 19 Monate ins Gefängnis und war dann auch schon wieder auf freiem Fuß, konnte sein Leben weiter fortführen. Ich habe in einigen Quellen gelesen, dass er in späteren Interviews gesagt hatte, dass er ein sehr, sehr einsamer Mann wäre, dass er ja sehr, sehr unglücklich war, wenig Freunde hatte, weil alle ihn eben für einen Mörder hielten und ja, dass er sozusagen das arme Opfer ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir auch einige Interviews angeguckt. Ich hoffe, ich kann euch hier auch einige Schnipsel einblenden. Aber auf mich wirkt dieser Mensch wie ein richtig heftiger Psychopath. Also allein schon in manchen Interviews, da hat man ihn dann so gefragt, ja, was ist denn genau passiert? Und einmal soll er auch so gesagt haben, so, ja, das sage ich euch nicht. Also so ganz, ganz komische Aussage. Und dann hat er dabei auch so gelächelt. Take me to the time of the fall. What do you remember? That part I'm not gonna take you through. Ja, er wirkt wirklich, als ob ihn das Ganze überhaupt nicht trifft. Und ich glaube, in diesem Fall kann man den Spruch, jeder geht anders mit Trauer um, nicht so wirklich anwenden, weil bei ihm war das wirklich, es wirkte einfach wie ein Psychopath. Also es hatte nichts irgendwie mit Trauer zu tun, sondern es wirkte sehr, sehr merkwürdig. Und ich denke mal, auch die Ermittler haben da schon ein gewisses Gespür, was es für Arten von Trauer gibt. Aber seine Art war auf jeden Fall sehr speziell. Außerdem gab es so, so viele Punkte an seiner Version, die einfach sehr, sehr unlogisch erschienen. Viele sagen auch immer, sie finden es ganz komisch, dass er auf seiner toten Freundin erstmal noch ein Nickerchen gemacht hatte, dann zum Auto ging, um den Notruf zu wählen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie Leute gibt, die dann emotional so zusammenbrechen und dann vielleicht auch so ein bisschen ohnmächtig werden und ja, in einen ganz komischen Zustand kommen. Aber so das Gesamtbild von dem, was er erzählt hat, war natürlich schon irgendwie sehr komisch und alles auch sehr verwunderlich. Vor allem auch seine ganze Art, auch als man Rhonda dann gefunden hatte, also mit den Einsatzkräften, da machte er sich ja wirklich nur Sorgen um sich und ja, also wirklich komisch. Ich habe mir dann auch nochmal die Merkmale eines Psychopathen rausgesucht, weil oft benutzt man den Begriff ja so sehr leichtfertig, aber ich finde tatsächlich, dass Steve perfekt in das Muster passt, denn Psychopathen sind sehr, sehr oft trickreiche, sprachgewandte Blender mit oberflächlichem Charme und so kam er mir auch etwas vor. Viele sagen auch, dass er so Rhonda schnell um den Finger gewickelt hatte, also auch als sie sich kennenlernten, dass er eben ja, so eine gewisse Charme hatte, aber auch nicht wirklich viel dahinter war. Außerdem haben Psychopathen ein erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. I felt she was into me too. I could tell that she valued intelligence. And I've always thought that that's one of my strongest assets. Sind pathologische Lügner und benutzen sehr, sehr betrügerisch manipulatives Verhalten. Sie haben kein Gewissen, also keine Gewissensbisse oder auch kein Schuldbewusstsein. Und ja, haben meist auch nur sehr, sehr oberflächliche Gefühle und einen Mangel an Empathie und
ja, wirken eben oft komplett gefühlskalt. Ja, und ich finde so das, was man von Steve gehört hat, auch ja die Interviews und ich glaube auch von meinen Erzählungen wird schon deutlich, dass er eigentlich ziemlich gut, wirklich perfekt in das Muster eines Psychopathen passt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn man einen Menschen wirklich sehr, sehr tief liebt und der dann so schrecklich verunglückt, dass man dann sich so verhält. Vor allem auch, dass man dann nur an sich denkt erstmal und sagt, ja, ich bin unterkühlt, bringt mich bitte ins Krankenhaus. Also das ist alles eine sehr, sehr komische Art und Weise. Ich finde, er ist ja eigentlich sehr, sehr dumm, weil es war ja, also es ist ja eigentlich sehr offensichtlich, dass er es war und er hat das ja auch nicht wirklich gut versteckt, also alles auch, was er so erzählt hat und ja, auch diese Geschichte mit Melanie, was er zu ihr gesagt hat und so, das ist ja alles schon sehr offensichtlich. Nur das Dumme ist ja wirklich, dass man keinen richtig klaren Beweis gegen ihn gefunden hatte. Das ist so ärgerlich in diesem Fall, weil ich finde, er hat sich ja wirklich nicht mehr irgendwie Mühe gemacht, so das zu verstecken oder so. Also er hat ja wirklich von Anfang an gezeigt, dass es ihn eigentlich quasi gar nicht so juckt, dass Rona da jetzt verunglückt ist. Und trotzdem hat man halt einfach nichts gefunden, um ihn letztendlich wegen Mordes anzuklagen oder beziehungsweise zu verurteilen. Und das macht einen einfach so verrückt. Und ich glaube, da ist wirklich der einzige Trost, dass er scheinbar ein sehr, sehr unglücklicher und einsamer Mensch ist. Und ja, das soll man niemandem wünschen, aber ich glaube, ihm kann man das schon wünschen. Also ja, man kann nur hoffen, dass er nie mehr wirklich glücklich wird und dass er vielleicht doch noch irgendwo ein Gewissen hat und damit jetzt ja bis zu seinem Lebensende leben muss. Ich bin gespannt, was ihr über diesen Fall denkt. Glaubt ihr wirklich, es besteht noch die Chance, dass es vielleicht ein Unfall war oder dass Rhonda sich das tatsächlich selbst angetan hat und es vielleicht doch ganz anders ist? Was denkt ihr darüber? Also ihr könnt auch gern natürlich nicht meiner Meinung sein, das will ich auch mal wieder betonen, weil ja, nur weil ich so eine Meinung habe und für mich ist das so offensichtlich, aber es kann für euch trotzdem ja nochmal ganz anders aussehen. Schreibt das auf jeden Fall gern in die Kommentare. Dann vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und passt bis dahin auf euch auf und ja, wir sehen uns.